Ach, die Welt. Ob Nachdenken die Welt besser macht? Was machen wir hier eigentlich? Worauf dürfen wir hoffen? Warum träumen wir? Aristoteles schreibt in Buch 1 seiner Metaphysik: Im Staunen liegt der Ursprung der Philosophie. Staunen ist der Motor des Denkens. Ein Philosoph wird sich nie an diese Welt gewöhnen. Wie kommt der Apfel? Also wie kommt der Kern in den Apfel rein? Und wer hat Gott geboren? Die Wolken haben ihn erschaffen, weil durch Gott kann man durchfassen und durch die Wolken auch. Ich sehe es eh nicht. Wie kommen Gedanken in meinen Kopf? Mit Kindern philosophieren bedeutet, Wissen und Denken nicht zu verwechseln. Tun Erwachsene gern. Ich komme nicht als Erwachsener und sage, Kant sagt, Aristoteles sagt, jetzt bitte verstehen und fragen, falls ihr es nicht verstehen habt. Na? Nein, die sind draußen. Also Kant und Platon und alle anderen sind Materialien, die ich im Rucksack habe. Aber den Rucksack mache ich nicht auf. Autoritäten gelten nicht, na? Sondern Gedanken gelten. Die Welt neu denken macht jedes Kind. Kinder sind kritische Weltentdecker. Erwachsene sagen, das ist halt so. Das ist aber keine Antwort, sondern eine Verlegenheit. Kann man Äpfel mit Birnen vergleichen? Natürlich. Sie sind in manchem gleich und verschieden. Was zur Frage führt, gibt es überhaupt etwas genau Gleiches? Ich vermute, es gibt keine genau gleichen Sachen. Ich auch nicht. Luise und ich sind ja auch nicht gleich, oder? Nö. Luise hat mehr Zähne. Ich glaube, jeder Mensch hat so ungefähr gleich viele Zähne. Nein, wenn einer ausgefallen ist. Ja, aber ungefähr gleich viele. Kinder können auf jeden Fall philosophisch denken. Die Mitteilung ist manchmal anders als bei uns Erwachsenen. Das heißt, wir sind diskursiv, wir reden und schreiben. Kinder erklären oft Dinge mit Erzählungen, meinetwegen auch mit Gestik oder mit Zeichnungen, die wir nicht einordnen können. Zu oft will der Erwachsene auf bestimmte Antworten hinaus, hört nicht zu, sieht im Kind nur ein kleineres, defizitäres Selbst, dem man erklären muss, wie es Dinge zu betrachten hat, wie es Dinge zu benutzen hat. Das musst du so machen, das musst du so halten. Mit Gedanken ist es genauso. Tatsächlich aber ist ein Kind kein kleiner Erwachsener, sondern ein Wesen in einer Welt voller Möglichkeiten. Ja, ein Kind selbst ist eine Unendlichkeit an Möglichkeiten. Wir bieten Kindern aber oft nur unser Denken an, unsere vorgefertigten Urteile. Rombart findet, dass wir die Kinder unreflektiert in eine Welt hineinsetzen, die vorgefertigt ist. Also ich gebe dem Kind ein Auto oder eine Schaufel, damit er was tut. Weil man mit Autos und mit Schaufeln was tut. Das heißt, mit Dingen tut man was. Für die Erwachsenen hat alles in der Welt einen Zweck und ein Ziel. Aber ein Kind will nicht unbedingt an ein Ziel. Es spielt, experimentiert mit dem Zufall. Philosophisches Denken ist wie ein Kinderspiel. Staunend und voraussetzungslos frei. Wenn es besonders gute Freunde sind, könnten sie auch so ein bisschen das denken, was zum Beispiel der andere gerade denkt. Er könnte mich in einer Notsituation dazu anlügen, aber er sollte es dann halt so höchstens in 3 Wochen halt zugeben. Ja. Dass sie lernen, dass sie sozusagen die Autorität über ihre Gedanken sind. Ich bin nicht als Erwachsener da, um dem Kind zu sagen, was es zu denken hat.
Ja, also das Kind ist der Souverän seines Gedankens. Kinder haben den Mut, sich ihres eigenen Verstandes zu bedienen, wenn Erwachsene sie lassen. Was passiert also, wenn man miteinander philosophiert? Man erkennt den Unterschied zwischen Meinung und Wissen. Man schafft sein Urteilsvermögen. Sieht man die Dinge anders, sucht man nach Gründen. Alle bleiben beim Thema. Am Ende sind vielleicht nicht alle überzeugt. Das muss man dann aushalten. Thank you.